Meine Lieben, was ein krasses Thema. Erik Sindermann wird bedroht und das auf Instagram und auch noch ziemlich heftig. Was die Vorgeschichte ist, was passiert ist, das alles jetzt mal hier in dem Video ganz genau aufgedröselt. Ich freue mich. Oh, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Ich bin etwas low noch immer unterwegs, weil ihr hört es ja auch immer noch, ich spreche immer noch sehr nasal. Also diese Horrorerkältung, die ich da jetzt mit habe, seit 3 Wochen oder 4 Wochen fast schon. Es ist nicht mehr normal, aber gut. Guting will Weile haben, sagen wir es mal so. Ich bin optimistisch. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr euch noch an die Zeit erinnert, März, April, als RTL mit einer Sendung an den Start ging, SS, nein, das war ein Scherz, Stranger Sins. Und wenn ihr einen Witz nicht versteht, nicht gleich zur Polizei rennen, ja, also Piano. Und Stranger Sins habe ich hier ja auch besprochen, hatte ich ja auch Interviews dazu geführt und auch ein Interview mit einem Pärchen, wo das ganze Experiment etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Nämlich bei Jörg und Miss Sugar. So, da schauen wir jetzt erst nochmal rein, damit wir diese Gesamtsituation haben. Dann erzähle ich euch, was alles da danach und in der Zwischenzeit passiert ist und wie es jetzt gerade zu den ganz aktuellen, richtig massiven Drohungen gegen Erik Sindermann kommt. Jetzt schauen wir uns das an. Hier schauen wir uns jetzt mal die Zeit nach diesem Experiment bei Jörg und Miss Sugar an. Es war so, dass die Fantasie von Jörg bei Stranger Sins war, dass er zuschaut, wie seine Partnerin Sex mit anderen hat. Okay, das kann man, ja, das kann ja eine Fantasie sein, da gibt es ja auch, weiß jetzt gar nicht, wie das genau heißt, aber so, da gibt es auf jeden Fall auch eine eindeutige Kategorie in der Erotikfilmbranche, wenn dann irgendwie der Partner zuschaut und die Frau es mit jemand anderem macht oder wie auch immer, ne? Also bin ich immer nicht ganz so drin in dem Thema, merkt ihr. Aber ich weiß es, dass das durchaus ein Fetisch ist, der gefragt ist. Und das ging hier aber etwas nach hinten los. Wir schauen jetzt mal rein bei Stranger Sins, was da direkt danach vorgefallen ist. Schönen Abend, kommt alle gut nach Hause. Wir danken für die schöne Zeit. Ciao. Wir danken für die schöne Zeit. Also das ist mal das Erste. So. Das wollte ich gerade sagen. Sollen wir vielleicht mal noch schön in die Wanne gehen vorher? Da merkt man aber schon, er ist nicht sonderlich happy mit dieser Situation. Also es waren 2 Männer und eine Frau dabei. Ja, okay. Das ist sein Wunsch gewesen. Okay, das machen wir mal hier weiter. Er versteht es einfach nicht, ne? Schatz, du wirst ein Problem bekommen, du weißt nicht, worauf du dich einlässt, ne? Das habe ich dir im Vorfeld gesagt, sagt sie, ne? Wo du mit 2 Mädels was hattest, war das okay, aber das war mir too much. Also diese ganze Situation eskaliert sogar noch ein bisschen später, etwas mehr, die reden da erstmal drüber, noch halbwegs normal. Und nach diesem Bad. Kippt die Stimmung. Ich verstehe überhaupt nicht, was hier abgeht. Ich lasse. Du! Hör mal, pass mal auf, mein Freund. Was?
blöd rum. Ich lasse dich doch nicht blöd da sitzen. Ich muss mich hier rechtfertigen. Für eine Sache, die du herbeigerufen hast. Ja. Ich wollte, ich habe ein ganz normales Gespräch mit dir. Sag mir welches. Ja, wie soll ich denn noch Vorwürfe machen? Ich hab's ja gewollt. Ich hab's ja gewollt, aber er macht trotzdem hier die Vorwürfe und es wird sogar ein Stückchen später noch härter. Wenn ich's verstehe. Was ich denke, was ich fühle. Das habe ich jetzt dreimal gesagt. Was willst du denn jetzt? Du willst, dass ich das nicht mehr mache? Was soll ich dir sagen? Ich hab Sachen gesehen, ich hab Blicke gesehen. Also der Hauptpunkt war hier, dass es um die Blicke ging, ja, die hier zugeworfen wurden und dass er diese Blicke eben nicht kassiert. Er hat ein Megadrama draus gemacht, er war also super unzufrieden. Letzten Endes sind sie in die totale Krise gestürzt. Nach diesen Dreharbeiten ging sie zurück nach Mallorca und er... Achtung, Leute, ich hoffe, schnallt euch an. Ist Sebastian Jotta geflogen, ja, den gibt's noch, ne? Und der hat ihn wieder mental aufgebaut und dann flog er nach Mallorca zu einem Auftritt von ihr irgendwie im Oberbayern oder im Stadel oder sonst irgendwo da halt. Also auf irgendeiner Mallorca-Bühne ist sie aufgetreten, er kam hin, sie wusste nichts davon. Dann haben sie sich natürlich unterhalten. Es gab eine ganze Zeit lang gar keinen Kontakt mehr zwischen den beiden. Sie haben versucht, sich wieder anzunähern und dann hat sie gesagt, sie hat mit Onlyfans angefangen, aber mit Onlyfans und zwar also richtig, also auch mit anderen Männern, weil ja, er sich ja auch nicht bei ihr gemeldet hat. Da kam dann das nächste Problem auf. So, dann gab es hier immer wieder Versuche der Annäherung von ihm, von ihr, hin und her, ist diese Ehe irgendwie zu retten oder ist sie eben nicht mehr zu retten. Letzten Endes hat diese Sendung einen massiven Cut hier reingebracht. Und seine Fantasie wurde erfüllt, hat ihn aber letzten Endes natürlich nicht zufrieden gestimmt. Und ja, so gab es halt jetzt immer wieder Probleme. Dann waren sie mal in Deutschland, mal auf Mallorca, mal hier, mal da. Er tauchte eine ganze Zeit bei Instagram ab. Auf einmal ist er wieder da. Denn er sagte dann in einer Story, dass er ja alle Passwörter hat und nachgeguckt hat, mit wem sie so geschrieben hat. Und unter anderem hat sie mit Erik Sindermann geschrieben. So, ja, Erik ist Single, ich würde mal sagen, in der Blüte seiner Jahre und in der Blüte seines Triebs. So kann man das vielleicht auch sagen. Völlig in Ordnung, ich bin auch Single. Und ja, wenn ich jetzt irgendwie mal ein Date habe, dann... Ja, dann frage ich da jetzt auch nicht in erster Linie danach, ob es da jemanden gibt oder eben nicht. Deshalb muss ich da ganz ehrlich sagen, auch wenn die jetzt miteinander geschrieben haben hier, die Miss Sugar und der Erik Sindermann, wenn sie sagte auf Instagram, es gibt Annäherungsversuche zwischen den beiden oder man hat probiert, sich wieder anzunähern, aber... Offiziell waren sie getrennt, da kann sie natürlich auch machen, was sie will. Jedenfalls hat Jörg mitbekommen, dass zwischen den beiden etwas lief. In Köln, und wir wissen, was in Köln passiert, landet bei Instagram. Und von daher, ja, es ist jetzt mal alles bei Instagram gelandet. Und da schauen wir uns jetzt mal die Storys dazu an. Und da wird es jetzt echt heftig. Meine Lieben, dann tauchten hier natürlich Postings auf, die mich auch ein bisschen erschrocken haben. Und ja, die zeige ich euch jetzt mal. Erst tauchte in der Story von Jörg eben dieses Bild hier auf. Also so eine Art Jason Voorhees Weihnachtsmann mit einem Messer, Machete, Schwert, was auch immer. Irgendwas Gefährlichem in der rechten Hand da. Und dann eben Bild von seiner Frau und Bild von Erik drunter. Natürlich lässt dann Erik Sindermann das nicht unkommentiert, denn da steht ja, Weihnachten wird dieses Jahr nicht für alle
Schön werden, Dr. Simpson und Miss Sugar, be careful. Das ist eine ziemlich eindeutige, heftige Drohung. Finde ich eine ganz heftige Bedrohung schon mal, vor allem mit dem Bild dahinter. Und es geht aber weiter. Erik Sindermann hat das Ganze gepostet und runtergeschrieben, sorry, aber was soll das denn jetzt heißen? Ja, das hätte ich mich auch gefragt. Und das ist schon, würde ich mich nicht sehr wohl mitfühlen, muss ich sagen. Dann kommt halt wieder so ein typischer Erik raus, ne? Was kann ich denn dafür, dass du deine Frau nicht im Griff hast, ja? Okay, Frage, wie ist das zu deuten, muss man Frauen im Griff haben, ja? Aber er revidiert sich gleich in der nächsten Story. Mit Frauen im Griff haben habe ich mich natürlich blöd ausgedrückt, aber ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich wusste nicht, dass die beiden noch zusammen oder sogar verheiratet sind. Okay, das Verheiraten hätte man vielleicht wissen können, wenn man bei Stranger Things ist und man hat jetzt auch nichts von Scheidung irgendwie mitbekommen. Ich lebe derzeit mein Single-Leben und mache damit ohne schlechtes Gewissen weiter. Und da hat er auch recht. Genau so muss ich sagen, kann ich ihm echt nur recht geben in diesem Falle. Denn er ist frei und ja, so, es sind ja immer zwei Parteien damit einverstanden, wenn da mehr passiert. Und in dem Falle ist es auf jeden Fall von seiner Seite völlig in Ordnung, auch wenn die im Vorfeld miteinander geschrieben haben und sie eben auch der Meinung ist, dass sie getrennt sind. Dann geht das ganze Spielchen aber hier ein bisschen weiter. Wir schauen uns nochmal die Story von Jörg an, denn Erik hat ein Statement dazu gemacht. Das hören wir uns auch gleich nochmal in voller Länge hier an. Und er wird hier also eher sagen Lügenkönig statt Modekönig. Und dann postet er ein Bild, wo Erik das blaue Auge wohl vom Famefight noch hat. Daran kannst du dich schon mal gewöhnen. Hashtag Bitchface. Also wiederum eine Gewaltandrohung. Da hilft auch kein Beten mehr. Okay. Ja, dann mischt sich irgendeine Gossip-Seite ein und ja, klärt das vernünftig, bla bla. Aber kann man nicht. Ist Reality. Sorry. So, jetzt nochmal von mir ein persönliches Statement. Einfach mal an die Leute da draußen, die meinen, mich hier irgendwie haten zu müssen oder was auch immer oder sowas. Das hat mich in der Vergangenheit nicht interessiert, das wird mich auch in Zukunft nicht interessieren. Also ihr könnt liebend gerne weiter eure Lebenszeit darauf verwenden, mir irgendwelche bösen Sachen zu schreiben. Ich muss sagen, er hatte so sympathische Momente auch in dem Interview und ich dachte mir so, hey Mensch, das ist echt ein toller Typ, aber wenn da eben so eine Aggression mitschwingt, dann finde ich das echt gefährlich. Er juckt mich in 0,0 und ganz ehrlich, an alle anderen, die mir nette Sachen schreiben, ihr habt zumindest ein bisschen Verstand und versteht auch, warum ich sauer auf diesen Typen da bin. Und Erik, nochmal an dich, du bist und bleibst einfach eine Pussy. Du kannst die Wahrheit noch so sehr verdrehen und sagen, ja, aber ich bin ja nicht verantwortlich dafür und sowas. Du hast das ganz genau gewusst. Du hast einiges von dir gelassen, einige Texte geschrieben, womit du gezeigt hast, dass du bereit bist, über Leichen zu gehen und auch über Ehen zu gehen. Und dafür, mein Freund, wirst du die Konsequenzen tragen, früher oder später, wo auch immer und wie auch immer. Okay, jetzt spricht er hier also von Chats, die da gewesen sind, ja. Und diese Chats, die kennen wir natürlich jetzt auch nicht, ne? Aber die würden wir natürlich gerne kennen. Denn da ist es ja so, dass wohl schon in der Zeit, als die wieder in der Annäherung waren, wohl mit Erik etwas verabredet wurde. Was aber auch, wenn die getrennt sind und sagen, okay, wir nähern uns langsam wieder an, ist man ja nicht automatisch wieder zusammen, wenn die Beziehung einfach so einen krassen Knick erfahren hat, ne? Und ich muss hier wegen der Musik, ihr wisst, ne? Muss man immer ein bisschen aufpassen. Also, warum muss ich mich immer wiederholen? Das sagt sie jetzt. Ich war schon mit Jörg auseinander. Ja, wir waren auf dem Weg, uns anzunähern, aber es hat nicht sein sollen. So, damit sagt sie eigentlich ja auch alles. Und dann schauen wir hier nochmal bei Erik rein. Und zwar möchte ich euch dieses Statement hier nochmal kurz geben. Denn ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man es da auch nochmal hört. Und das nehme ich ihm auch voll und ganz ab.
Natürlich kommen jetzt wieder super viele Nachrichten rein. Leute, ganz im Ernst, ich bin mir wirklich keiner Schuld bewusst. Ich muss jetzt auch gerade arbeiten, weil mein E-Mail-Postfach bzw. meine Direct Message hier platzen gerade. Ich kann nur eins sagen, ich bin gerade Single, ich kann machen, was ich will. Ich weiß natürlich nie, ja, das muss ich wirklich, Leute, das muss ich euch wirklich nochmal sagen. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie mich mal treffe und ich habe natürlich meine Treffen Standard, ja, ich bin Mann, 35, ich lebe nicht enthaltsam, dann weiß ich nicht, ob jemand im Hintergrund ist oder nicht, beziehungsweise mir wird es auch am Anfang nie auf die Nase gebunden, beziehungsweise gesagt. Ja, nochmal so viel dazu. Also das sagen ja auch die wenigsten, dass dann, also wenn man sich jetzt auf so ein Treffen einlässt, dann sagen das ja wirklich die wenigsten. Ey, ich bin aber noch gebunden, nur damit du es auch weißt. Ich dachte, hier käme noch mal was. Nee, nur noch mal dieses Repost von dieser Trash-Seite hat er gebracht. Aber Erik hat sich jetzt bis Stand jetzt nicht mehr dazu gemeldet. Aber ich schaue noch mal kurz. Denn hier war ja eine Fragerunde angekündigt. Das beobachten wir auch weiter. Oder ich für euch in dem Falle. Aber bisher ist da jetzt keine Frage beantwortet worden von Erik. Und ja, von daher, ja, heißes Thema. Ich bin gespannt. Was haltet ihr davon? Ist zum Beispiel die Reaktion von Jörg durchaus berechtigt? Ich finde, meine Meinung ist hier, ich bin da voll und ganz bei Erik, weil ich kann jetzt nicht von der Hand weisen, dass ich nicht auch mal was mit jemand hatte, der auch noch gebunden war. Also, ja, kann halt passieren. Wenn man es dann im Nachgang erfährt, ist es halt blöd, aber da muss ich mir kein schlechtes Gewissen machen, denn es ist nicht meine Beziehung. Und so sehe ich das bei Erik auch. Wie seht ihr das? Vor allen Dingen, wenn jemand öffentlich mit Gewalt droht und mit solchen Bildern, finde ich das äußerst bedenklich. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit das strafrechtlich relevant ist. Das kann ich euch gar nicht sagen. Aber ich bin ja auch kein Jurist und kein Anwalt. Auf jeden Fall will ich aber eure Meinung hier jetzt dazu hören. Da bin ich gespannt. Ich hoffe, dass hier jetzt heiß diskutiert wird in diesem Thema drin. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es mache. Aber in diesem Falle, auch wenn ich Erik auch das ein oder andere Mal als dummen August bezeichne, liebevoll, Erik, ist es so, dass ich finde, dass er so im letzten halben, dreiviertel Jahr reflektierter geworden ist, überlegter geworden ist und auch ein Stück weit empathischer geworden ist. So nehme ich ihn zumindest im Moment wahr. Kann sich natürlich auch wieder mit dem nächsten Format ändern, beziehungsweise vielleicht auch schon am Donnerstag, denn die Runde der Schande habe ich auch noch nicht gesehen. Also bleibt spannend auch beim Promi-Büßen mit Erik. Bis dahin, ciao.